Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans, liebe Freunde der Weltallforscherferien, Ostern 2021. Heute leider wieder nur digital, der Umstände halber. Wir hätten viel, viel lieber mit euch in der Archenholz-Sternwarte etwas Tolles angemacht, aber die Verhältnisse sind nun mal eben so. Heute geht es um den Mars und was wir von ihm erwarten dürfen und ob wir auf ihm leben können. Allerdings wird es auch in den nächsten weiteren Tagen weitere Streams zu den Weltallforscherferien geben. Das heißt, morgen geht es um Mathe, Musik und Sterne. Drei Themen, die scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun haben und trotzdem ganz viel miteinander zu tun haben. Übermorgen geht es darum, wie viel Science ist in Science-Fiction? Das heißt, was geht in Science-Fiction-Filmen und was ist reine Fantasie? Das wird dann für die besonderen Fans auf Englisch gemacht. Und der letzte Stream geht dann um Zeitreisen. Ist sowas möglich? Können wir eine Zeitreise im Weltall unternehmen oder nicht? Was brauchen wir dazu und wie ist denn die ganze Physik dahinter? Aber ja, ich bin nicht alleine. Meine liebe Kollegin Katja ist auch dabei. Katja, was wollen wir denn heute eigentlich richtig machen? Ja, hallo. Heute geht es, wie Felix schon erzählt hat, um den Mars und ob wir eines Tages vielleicht sogar auf diesem leben könnten. Dadurch, dass der Mars unser Nachbarplanet ist, ist die Reise zu ihm nicht allzu lang wie zu anderen Planeten. Und so haben wir schon einiges über ihn herausfinden können. Ja, tatsächlich. Es sind ja eine ganze Menge Mars-Missionen zurzeit unterwegs. Es waren auch schon so sehr viele vorher da. Also was haben wir zurzeit? Zurzeit kreist um den Mars der Mars Reconnaissance Orbiter. Das ist eine Sonde, die den ganzen Mars ganz genau kartografiert, dass wir also sozusagen einen richtig tollen Marsatlas haben. Dann haben wir die Sonde Curiosity. Das ist dieser sechsrädrige große Roboter, dieses fahrende Forschungslabor, was auf dem Mars läuft, schon vor Jahren dort abgesetzt wurde und vor allen Dingen das Gestein untersucht auf Wasser und auf Gase, die dort drin sind. Dann haben wir den ExoMars. Das ist eine Sonde, die wiederum um den Mars kreist und vor allem die Atmosphäre des Mars genau untersucht. Was für Gase sind da drin? Diese Sonde hat auch eine ganz besondere Aufgabe, denn sie ist auch gewissermaßen die Telekommunikationsvermittlungsstation, langes Wort, für die ganzen Sonden, die da unten rumkrauchen, also so eine Art Telekommunikationssatellit. Dann haben wir die Sonde InSight, die sitzt wiederum auf dem Mars und misst Erdbeben, oder nein, nicht Erdbeben, Marsbeben natürlich. Dann die jüngst gelandete chinesische Sonde Tianwen und die arabische Sonde Al-Amal. Und am Ende schließlich kürzlich gelandet der große Rover Perseverance. Dazu gab es ja auch unlängst einen Livestream über die Landung vom Planetarium aus. Und wer sich das angucken will, sollte nochmal auf unseren YouTube-Kanälen nachgucken. Ja, aber über diese Sonden haben wir natürlich sehr, sehr viel rausgekriegt. Vor allen Dingen, wie der Mars früher aussah. Und das ist eigentlich ganz interessant, nicht? Ja, genau. Und dazu haben wir auch etwas vorbereitet. Hier sehen wir nämlich einmal links den Mars, wie wir ihn heute kennen, und rechts den Mars, wie er früher einmal war. Und da seht ihr schon diese grünen Schleier. Das ist nämlich das Magnetfeld. Kannst du uns da mehr zu erzählen, Felix? Ja, tatsächlich, der Mars hat früher ein Magnetfeld gehabt. Ja, Magnetfeld, das hat auch übrigens die Erde, nur ein sehr viel stärkeres. Und dieses Magnetfeld ist auch sehr, sehr wichtig für die Erde. Das ist nämlich so eine Art Schutzschirm, der den Sonnenwind abhält. Sonnenwind, ja, das kommt von der Sonne. Die Sonne liefert uns also nicht nur Licht und Wärme, sondern auch einen ständigen Strom an kleinen, energiereichen Partikelchen, die, wenn sie ungehindert auf uns treffen, doch erhebliche gesundheitliche Schäden anrichten würden. Gendefekte, Krebserkrankungen und so weiter. Also gar nicht toll. Im Grunde hat sich das ganze Leben auf der Erde nur wegen dieses Magnetfeldes entwickeln können, das diese Strahlung abhält. Der Mars hat auch so ein starkes Magnetfeld gehabt, aber das hat er verloren. Warum?
Der Mars ist abgekühlt. Er war wesentlich kleiner als die Erde, masseärmer und hat seine Wärme ins Weltall verloren. Und damit konnte er auch sein Magnetfeld nicht mehr aufrechterhalten. Übrigens, wer wissen will, wie das ist so mit Magnetfeld und Erde, der guckt nochmal bei uns im Stream nach vom Kompass zum Polarlicht. Könnt ihr alles auf YouTube finden. Da wird darüber unser Martin berichten. Ja, Magnetfeld und Elektronen. Wir haben hier jetzt so einen uralten Röhrenbildschirm aufgebaut. Mach den mal an, Katja. Ihr merkt, der ist alt. Das dauert nämlich ein bisschen, bis er da so ein Bild entwickelt. Und so ein Röhrenbildschirm heißt, da sitzt am Ende ein Erzeuger, der einen ständigen Elektronenstrom nach vorne wirft. Der wird elektronisch auch abgelenkt, erzeugt dann bunte Bilder auf der Mattscheibe. Aber wie man nun diese Elektronen ablenken kann, das zeigt Katja jetzt mal mit Magneten. Geh mal mit Magneten ran. Ne? Dann merkt ihr, wie so ein Magnetfeld auf die Elektronen Einfluss hat, sie ablenken kann. Und wenn wir das mal so richtig dauerhaft machen, dann wird sich das Bild auch dauerhaft verfärben. Nicht? Das nehmen wir weg, seht ihr. Also schon haben wir da einigen Einfluss. Genau das macht unser Erdmagnetfeld mit dem Sonnenwind, lenkt ihn größtenteils ab, nur an den Nord- und Südpolen, da kann er dann rein. Das erzeugt dann die Polarlichter, woraus ihr seht, die Energie, die Teilchen sind sehr energiereich. Der Mars hat das eben nicht mehr. Und ja, ihr habt auch eben bei dem jungen und dem alten Mars gesehen, der Mars hatte also auch eine Atmosphäre, eine Lufthülle. Und die hat er ebenfalls mit seinem Magnetfeld verloren. Die Erde hält ihre Atmosphäre, weil sie auch eine gewaltige Anziehungskraft hat. Der Mars hat eine sehr viel geringere Anziehungskraft und so war im Grunde das Magnetfeld für ihn die einzige Schutzschicht, die er hatte. Und mit dem Verlust des Magnetfeldes hat er natürlich dann auch seine Atmosphäre verloren. Heute hat der Mars nur eine sehr dünne Atmosphäre und die besteht zum allergrößten Teil aus Kohlendioxid. Unsere Atmosphäre ist so ein Mischmasch aus Sauerstoff, über 20%, Stickstoff, Kohlendioxid. Mars hat fast ausschließlich Kohlendioxid, aber wenn ihr wissen wollt, was das ist in dieser Flasche drin. Wenn ich die nämlich aufmache, dann zischt das und dann steigen da so Bläschen auf. Das ist das im Sprudelgewässer gelöste Kohlendioxid. Wenn man das trinkt, dann prickelt das immer so schön und schmeckt ein bisschen sauer. Mache ich aber jetzt nicht, weil ich sonst hinterher anfange zu rülpsen. Und die Marsatmosphäre besteht also zu über 90% aus diesem Gas. Aber ist eben sehr, sehr dünn. Der Luftdruck ist dort ganz, ganz, ganz gering. Auf der Erde haben wir einen größeren Luftdruck und ja, gucken wir uns das mal an, wie das ist. Wenn wir auf der Erde leben, dann leben wir im Grunde auf dem Boden eines Luftmeeres. Die Luft lastet auf uns, drückt uns von allen Seiten. Wir merken aber nichts, weil wir eben mittendrin sind. Genauso wie die Fische im Wasser den Wasserdruck nicht merken. Aber nehmen wir mal unser schönes Yellow Submarine und tauchen ab. Dann merken wir, dass mit zunehmender Tiefe der Wasserdruck ganz erheblich zunimmt. Trotzdem stellt man fest, dass dort unten Fische, Lebewesen sind, die ebenfalls diesen enormen Wasserdruck nicht spüren. Da sind wir bereits 12 Kilometer tief. Steigen wir aber von dem Boden unseres Luftmeeres auf, so merken wir, dass der Luftdruck natürlich rapide abnimmt und irgendwann können wir dort oben gar nicht mehr atmen, weil die Luft viel zu dünn ist. Wir müssen da also Sauerstoffmasken aufsetzen oder schon einen Raumanzug. Das heißt, in 40 Kilometern Höhe wäre das für uns schon tödlich. Aber das ist immer noch der 20-fache Luftdruck des Mars. Das heißt, auf dem Mars ist der Luftdruck noch viel, 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 viel geringer als der auf der Erde, etwa 100 Mal geringer. Und das macht das Ganze natürlich zu einer sehr unerfreulichen Sache. Katja, du hast doch irgendwas gemacht, ne? Zum Luftdruck. Wolltest du uns mal zeigen, wie stark der Luftdruck ist? Ja, genau. Da habe ich ein Video vorbereitet von einem Experiment, was ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Das könnt ihr auch ganz einfach zu Hause nachmachen. Dafür habe ich erstmal Wasser in ein Glas gefüllt
Das könnt ihr auch gleich sehen. Und das ungefähr bis zur Hälfte. Den nächsten Schritt müsst ihr nicht unbedingt nachmachen. Den habe ich jetzt nur gemacht, damit man das besser erkennen kann. Ich habe nämlich Lebensmittelfarbe in das Wasser getan. Blüb. Damit das Ganze natürlich auch sichtbar wird, muss man das schön verrühren. So, und dann habe ich mir ein Stück Pappe genommen und das auf das Glas getan. Das hält man dann fest und dreht das Glas gleich ganz vorsichtig um. Und dann kann man dank des Luftdrucks nämlich einfach die Pappe loslassen, ohne dass das Wasser rausfließt. Das funktioniert nämlich so, dass sich unter dem Glas und unter der Pappe eine Luftsäule gebildet hat und diese hält die Pappe dann an dem Glas und das Wasser in dem Glas. Um Luftdruck nochmal ein bisschen genauer zu erklären, wir können Luft zwar nicht sehen, aber sie hat trotzdem ein Gewicht. Ein Kubikmeter wiegt etwa 1,3 Kilogramm. Ja. Könnt ihr mal sehen, was Luft zu machen. Du hast nur den schönsten Teil in dem Experiment vergessen, nämlich damit ins Wohnzimmer zu laufen. Mama, guck mal. Und dann, nein. Also, wie gesagt, auf der Erde leben wir auf dem Grunde eines sehr dichten, schweren Luftmeeres. Auf dem Mars ist das ungeheuer dünn. Der Sonnenwind hat, wie gesagt, das meiste von der Atmosphäre abgeschoben. Und das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel diese kleine Hubschraubersonde Ingenuity, die der Roboter absetzt, sehr viel schneller laufen muss. Die Propeller müssen viel, viel schneller drehen als bei einer herkömmlichen Drohne auf der Erde, um dort überhaupt in der dünnen Luft genügend Auftrieb zu erzeugen, um fliegen und schweben zu können. Genauso wie der Fallschirm, der diese Sonde runterbrachte zu Anfang, natürlich auch ganz wenig abgebremst wurde, weil eben die Luft auf dem Mars so dünn war. Bin gespannt, wann diese Sonde, wann diese Drohne dort startet. Das wird noch nicht, also sie ist bereits sichtbar, man hat sie bereits freigelegt. Der Rover muss sie dann absetzen auf dem Boden und dann muss sie sich entfalten. Das wird sehr, sehr spannend. Ja, Mars hat eine dünne, dünne Atmosphäre und außerdem ist es da bitterkalt. Warum? Der Mars ist sehr viel weiter weg von der Sonne. Das heißt, es kommt dort weniger Licht an. Und entsprechend sind die Temperaturen da richtig, richtig kalt. Also Maximalwerte in der Nacht, Marsnacht, sinken die Temperaturen auf minus 153 Grad Celsius ab. Im Sommer, Mars-Sommer, wenn der Mars noch ein bisschen dichter an der Sonne dran ist und wenn man am Äquator ist, können maximal Temperaturen von etwa 20 Grad erreicht werden. Aber im Schnitt ist der Mars minus 63 Grad kalt. Ja, und ja, um euch zu zeigen, wie das so ist, wie kalt es da ist, haben wir hier in dieser Styrobox was sehr Spannendes. Das nennt sich Trockeneis und das ist gefrorenes Kohlendioxid. Also im Grunde genau das Gas, was sich hier in der Flasche nach oben sprudelt, ist dort gefroren. Trockeneis ist minus 73 Grad kalt. Ich darf das auch gar nicht anfassen, weil mich dann sofort festkleben würde. Und ihr merkt, wenn wir das mal so, das dampft auch so richtig, ne? Das schaufeln wir mal da ordentlich rein. So. Ja, was wollen wir damit machen? Wir werden nämlich jetzt da diesen kleinen Salat reinlegen. Gurke und Tomate. Und gucken, was Trockeneis so damit anstellt. Das wird nämlich jetzt gefroren. Und das heißt also auch, wenn wir auf dem Mars Schnee sehen, die Marspolkappen,
dann ist das kein richtiges gefrorenes Wassereis, sondern das ist gefrorenes Gas, Kohlendioxid. Durch die Untersuchungen der Raumsonde Curiosity haben wir auch erfahren, dass es früher sehr viel mehr Sauerstoff in der Atmosphäre des Mars gab und natürlich, dass es dort Wasser gab. Die Sonde hat Gestein untersucht, sie hat die geologischen Formen untersucht und festgestellt, da gibt es ausgetrocknete Flusstäler. Da muss es also Wasser auf dem Mars gegeben haben, und zwar in reichlichen Mengen. Das ist natürlich nun verschwunden. Wohin? Ja, ganz klar. Als die Atmosphäre verdunstet ist, ist auch das Wasser verdunstet. Wenn es also jetzt noch Wasser auf dem Mars gibt, dann nur entweder ganz, ganz tief im Marsboden oder chemisch gebunden an Gestein, sodass wir also erst das Gestein chemisch bearbeiten müssten, um das Wasser freizusetzen. Also kurzum, die Bedingungen, um auf dem Mars zu leben, sind erstmal überhaupt nicht gegeben. Viel zu geringer Luftdruck, CO2-Gehalt in der Atmosphäre, kaum Sauerstoff und dann ist es bitterkalt. Katja, was machen wir, um den Mars bewohnbar zu kriegen? Ja, da haben sich ganz viele Forscher schon etwas überlegt. Und unter anderem, um das nochmal schnell zu wiederholen, die Temperaturen dort betragen maximal 20 Grad Celsius. Im Durchschnitt sind es aber allerdings minus 63 Grad Celsius. Und ich denke, bald könnten wir auch unseren Salat da wieder rausholen. Nee, den lassen wir noch ein bisschen frieren. Erzähl noch mal ein bisschen über Terraforming. Ja, Terraforming ist nämlich der Begriff für die Umwandlung eines unbewohnbaren Planeten zu einem bewohnbaren Planeten. Und darum geht es heute ja auch. Und da haben sich ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen überlegt, dass man gigantische Spiegel in den Marsorbit bringt. Das könnte man auch jetzt im Digistar sehen, in wenigen Sekunden. Und diese Spiegel müssten einen Durchmesser von 100 bis 200 Kilometern haben, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Das sind ungefähr 4 bis 8 Millionen Fußballfelder nebeneinander oder Mecklenburg-Vorpommern. Ja, stellt euch mal vor, so Spiegel so groß wie Mecklenburg-Vorpommern schwebt durchs Weltall. Ne? Das würde man dann im besten Fall auf die Polarregion lenken, denn dort finden wir auch das Trockeneis, was wir auch hier haben. Und das ist ja nur festes CO2. Das würde dann schmelzen und den Treibhauseffekt auslösen. Ja, also nochmal genau gesagt. Jetzt brauchen wir mal eine neue Folie. Hier kreist immer noch der Mars, genau. Also wir würden dann gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir tauen das CO2 hier auf der, Mann, das ist schon richtig kalt, die Schüssel hier. Wir tauen das CO2 auf der Marspolen auf, setzt es in die Atmosphäre frei. Und CO2 ist ja nun auf der Erde bekannt, auch als das Treibhausgas. Das heißt, das lässt Sonnenwärme rein, aber nicht mehr raus. Der Planet heizt sich auf, passiert gegenwärtig mit der Erde. Und da müssen wir also verdammt aufpassen, dass das nicht in die Hose geht. Ich sage nur Klimawandel, ne? Und Fridays for Future. Auf dem Mars wäre die Erwärmung mäßiger, weil er weiter von der Sonne weg ist. Wir würden da also wirklich etwas machen und könnten dann möglicherweise also auch damit wieder eine Atmosphäre bilden. Aber wie ist es mit dem Sauerstoff? Ja, das mit dem Sauerstoff ist auch noch eine Sache. Dazu haben wir auch ein kleines Video vorbereitet. Da zeigen wir einmal, wie Pflanzen Sauerstoff produzieren. Ja, also wenn wir Sauerstoff auf dem Mars haben wollen, dann müssten wir den entweder von der Erde mitnehmen, was ungeheure Transportkosten macht, oder wir müssten Pflanzen dort erstmal in Labors einsetzen. Und Pflanzen produzieren deutlich, wie ihr hier seht, Sauerstoff. Mit durch die Einstrahlung von Licht können sie also CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen und Sauerstoff daraus bilden. Und Sauerstoff
können wir hier nachweisen, ist in dem Reagenzglas drin. Nicht? Man tut einen glimmenden Span rein und der fängt plötzlich an zu brennen, weil eben dort Sauerstoff ist. Kurzum, Pflanzen sind für den Erdhaushalt halt überlebenswichtig. Für den Mars wären sie auch überlebenswichtig. Sie nehmen das CO2 aus der Atmosphäre, wandeln es unter Licht in Sauerstoff um und wir hätten also eine für uns atembare Atmosphäre. Ja, was brauchen wir denn noch auf dem Mars? Unter anderem Wasser, das hatten Wasser? Wir schon. Sauerstoff ja. hatten wir schon. Und die Temperatur müsste natürlich auch noch erhöht werden. Ja, richtig. Ich denke, es ist Zeit, unser... Ja, wir können mal gucken, wie jetzt unser Salat hier geworden ist. Der ist schon... Oh, mal gucken. Der ist schon richtig, richtig hart. Wollen wir mal runterfallen lassen? Ne? Also nicht essen. Guck mal, die arme Tomate, die ist schon ganz gelb geworden vor Kälte. Also... richtig hässlich. Kurzum, unter solchen Temperaturen sollte man nicht auf dem Mars leben. Und wie lange würde das dauern? Wie viele Monate, wie viele Jahre würde es dann dauern, bis wir eine tolle Atmosphäre auf dem Mars hätten? Das würde ziemlich lange dauern. Keine Monate, keine Jahre, sondern eher Jahrhunderte und Jahrtausende. Und dazu gibt es ja auch noch ganz viele andere Schwierigkeiten und Probleme, die man erstmal lösen müsste, um auf den Mars zu kommen. Und Terraforming, also die Bewohnbarmachung eines unbewohnbaren Planeten, ist noch gar nicht so gut erforscht, dass man da genaue Aussagen drüber treffen könnte. Und das funktioniert zwar alles in der Theorie, in der Praxis aber eher nicht. Diese riesigen Weltraumspiegel, die man dann in den Marsorbit bringen würde, sind einerseits viel zu groß und andererseits auch viel zu teuer, sodass wir Menschen uns das gar nicht leisten können. Außerdem ist es doch ziemlich verrückt, sich Gedanken über die Bewohnbarmachung eines komplett fremden, unbewohnbaren Planeten zu machen, wenn wir auf unserer Erde noch unbewohnte Plätze haben, wie zum Beispiel Wüsten oder Steppen. Ja, also kurzum, kleiner Gruß an alle Science-Fiction-Fans. Wir sollten uns erstmal lieber um unsere eigene Erde kümmern, bevor wir uns auf den Mars, auch nur daran denken, den Mars zu besiedeln. Das heißt also, auf absehbare Zeit, wenn dort überhaupt Leute landen wollen, heißt das Raumschiff, heißt das Raumanzug, heißt das hermetisch abgeschlossene Raumstationen. Also die leben genauso wie wir jetzt so unter einem permanenten Lockdown. Ne? Das sind so die Lebensbedingungen auf dem Mars, denen sie sich denn so entgegenstellen und auf die sie sich freuen dürften. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt. Ihr dürft euch gerne mal angucken, wie wir uns das vorstellen, wenn also Leute heute auf dem Mars wären, der Landung eines Raumschiffes zugucken und so weiter. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr morgen um 10 Uhr wieder dabei seid zum nächsten Stream Mathe, Musik und Sterne. Vielen Dank.